sagt der burgenländische FPÖ-Chef, weder Kanzler Faymann noch der Wiener Bürgermeister Häupl, beide deklarierte Gegner von Rot-Blau, wollten dazu heute Abend Interviews geben. Der Wiener Wahlkampfchef der SPÖ hat am Abend getwittert, er halte Nissls Entscheidung für die FPÖ für einen schweren Fehler. Und bei mir im Studio ist jetzt der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier. Professor Filzmaier, was bedeutet denn dieser viel zitierte Tabubruch für die Linie von Werner Faymann und auch für den Wahlkampf von Michael Häupl im Herbst? Werner Faymann sitzt jetzt zwischen allen Stühlen. Er war immer gegen Rot-Blau und es gibt ja auch einen entsprechenden Beschluss der Bundespartei. Nun muss er sagen, dass Landesorganisationen das eben anders sehen können und autonom sind. Das ist zwar formal richtig, aber nur die halbe Wahrheit, denn Hans Nissl ist ja nicht irgendein Bademeister am Neusiedlersee und auch nicht nur unter Anführungszeichen ein Landeshauptmann. Er ist stellvertretender Bundesparteivorsitzender, genauso übrigens wie die burgenländische SPÖ-Landesrätin Verena Dunst. Und es gab bei diesem Bundesparteibeschluss ja wohl nicht die Situation, dass die damals dafür gestimmt haben, jetzt für Rot-Blau sind oder vielleicht waren sie auch gerade eine rauchen oder am Klo. Das ist also für Werner Faymann viel Erklärungsbedarf. Nissl war nicht im Saal, sagt er. Das ist vielleicht eine elegante Lösung gewesen. Und die Forderungen, mit denen Faymann jetzt konfrontiert sind, die reichen ja vom am liebsten Parteiausschluss für Hans Nissl, von Jugendorganisationen der SPÖ bis vielleicht zu einzelnen Gewerkschaftern, die gedanklich Hans Nissl auf die Schulter klopfen. Michael Häupl ist kaum in einer besseren Situation, denn er hat beispielsweise bei erheblichen Verlusten insgesamt 20.000 Stimmen im Saldo von den Grünen bei der letzten Wien-Wahl gewonnen. Die kann er jetzt wohl wieder abschreiben. Und es gibt auch ca. 20.000 Wahlberechtigte mit einem Wohnsitz sowohl in Wien wie im Burgenland. Die sind jetzt in der kuriosen Situation. Im Burgenland bekommen sie erklärt, wie fein Rot-Blau ist. Und in Wien sagt Michael Häupl, wie pfui das ist. Das ist auch nicht gerade wahlkampftauglich. Nun gibt es ja noch ein zweites Bundesland mit Koalitionsgesprächen. Und dort ist die FPÖ sehr viel stärker als im Burgenland, nämlich in der Steiermark. Und dort schließt SPÖ-Chef Franz Voves wiederum eine rot-blaue Koalition kategorisch aus. Könnte jetzt die steirische ÖVP auf die Idee kommen, sich quasi zu revanchieren fürs Burgenland und sich mit Hilfe der FPÖ den Landeshauptmann in der Steiermark zurückzuholen? Das Revanchemotiv vermute ich eher bei der ÖVP-Bundespartei und der Klubobmann der ÖVP, Reinhold Lopatka, ein Steirer, aber in Wien eben gerade arbeitend, hat sich ja schon in die Richtung Schwarz-Blau geäußert. Der entscheidende Unterschied ist noch folgender. Hans Nissl wollte offensichtlich von Anfang an Rot-Blau. Der steirische ÖVP-Chef Hermann Schützenhöfer will nicht Schwarz-Blau. Da gibt es Zitate von ihm, mit denen hat er wenig bis gar nichts am Hut. Die Frage ist, wie stark ist Hermann Schützenhöfer noch und ob ein möglicher Nachfolger, ob das nun der Landesrat Drexler ist oder ob das der Grazer Bürgermeister Nagel ist, nicht vielleicht doch eine andere Farbvorliebe hat, nämlich eben Schwarz-Blau. Das wird jedenfalls noch sehr spannend in den nächsten Tagen und Wochen. Herr Professor Filzmaier, danke für diese schnelle Analyse. Bitte gerne.